herzlich willkommen bei Renas Live. Heute habe ich einen aktuellen EMP-Haul für euch, jetzt vom Monat Mai. Und zwar mein Schatz und ich, vor allem ich, haben bei EMP bestellt. Einfach ein paar Sommerartikel und einfach, weil sie auch ein paar Angebote hatten. Unter anderem nämlich diesen Artikel hier. Einmal seht ihr jetzt die Hose. Moment, sorry. Ich zeige euch mal die Rückseite, da sieht man das vielleicht besser. Und zwar handelt sich es hiermit um ein Triangel-Bikini mit einem Ariel-Aufdruck. Ihr seht darauf Seepferdchen, Fische und vor allem halt auch die schöne Ariel. Und dieser ganze Bikini, der war runtergesetzt, ich glaube, von 29 Euro auf 22. Und da es ja jetzt mittlerweile schönes Wetter gibt und langsam auch die Schwimmbäder wieder aufmachen, dachte ich mir so, hier, es wird einfach Zeit für einen neuen Bikini. Und da ich Disney ja so liebe und vor allem Ariel auch super toll finde und die Farbe auch noch, dieses Türkis, ne, hier, wenn ihr das sehen könnt, fand ich so richtig toll. Aber nicht nur das, sondern ich habe mir auch in der Größe ein tolles Oberteil gekauft. Ist recht durchsichtig, könnt ihr jetzt vielleicht auch erkennen. Aber ich finde das Tool mit so einem Bandana, Bustier-BH-Dings drunter zu ziehen. Und habe mir es deswegen auch größer gekauft, einfach damit hier der Ärmelausschnitt halt weiter ist. Und das Symbol ist Stitch. Und ich liebe Stitch. Ich finde den so, so toll. Und ich fand das Oberteil so klasse. Und das hat 20 Euro gekostet. Also woanders hätte man dafür jetzt auch nicht mehr oder weniger hingeplättet. Dann habe ich mir noch einen total süßen, kurzen Pyjama gekauft. Einmal hier das Top mit Baymax, mit schwarz-weißen Streifen und hier oben noch so einem Logo. Und dazu passend gab es im Set hier diese Baymax-Hose. Ups. In Rot mit weißen Baymax-Figürchen drauf. Einmal winkend zum Beispiel hier und einmal normal stehend. Also richtig süß. Und für dieses Set habe ich 29 Euro ein paar zerquetschte, also knapp 30 Euro hingelegt. Dann habe ich mir für 15 Euro noch mit einem U-Ausschnitt, also so, dass die Schultern recht frei liegend sind, ein Baymax-Shirt, Baymax so sitzend und ja, neben steht noch Baymax drauf, total niedlich. Und dann habe ich mir noch bestellt, das Top wollte ich beim letzten Mal schon haben, aber ich hatte nicht gesehen, dass es meine Größe nicht gab und somit musste ich meine Bestellung stornieren und ja. Jetzt habe ich es aber endlich und ich bin so happy. Ein Ariel-Shirt im Mondschein, unten so das Meer, oben so Sterne und ich finde es so wahnsinnig toll. Erstens mal, der Print ist der Hammer, egal bei welchen. Ich hatte beim letzten Mal, habe ich mir Elsa und Baymax bestellt in diesem Stil und jetzt Ariel und ich finde das einfach so, so schön. Und das Einzige, was ich dann meinen Schatz noch mitbestellt hat, eigentlich war das jetzt so eine Gaudi-Bestellung von ihm, einfach weil wir dieses Jahr heiraten, um es eventuell auf dem Polterabend anzuziehen oder auf dem Polterabend von Freunden, wo wir eingeladen sind. Und zwar handelt es sich um dieses Shirt. Es sieht halt optisch einfach aus wie ein Jackett. Da ist so ein Totenschädel, wie ihr erkennen könnt, als Manschettenknopf quasi. Und also ich finde es halt eine witzige Sache. Und ich bin da eigentlich echt locker. Und ja, das war es auch schon wieder mit meinem EMP-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eure Meinung und vor allem Daumen nach oben, würde mich freuen. Wenn ihr mehr Hauls von mir sehen wollt, sobald ich mal wieder was gekauft habe, hinterlasst doch gerne in den Kommentaren. Und bis dann. Tschüss.